Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, während ich hier so ein bisschen rumgeguckt habe, oh schade, die gehen nicht rein. Mir ist gar nicht irgendwie in den Sinn gekommen, mir auch mal einen verstärkten, besseren Knüppel zu bauen. Das habe ich aber jetzt gemacht. So, wir haben Sachen zum Reparieren. Wir haben Munition ohne Ende. Ich habe Reparaturkits hergestellt. Ich habe ein bisschen Angst, das wissen wir ja alle. Molotow-Cocktails haben wir, Munition haben wir, mehr als genug, hoffe ich. Und wir haben Sachen zum Reparieren. Also, das ist alles durchgeladen, alles subi, alles passt, alles schön. Und, oh, was? Achso, das ist die blöde Waffe. Warte mal, ich brauche mal. Achso, ich habe Helm schon an. Okay, Essen, Trinken brauche ich nicht, wir sind versorgt. Wir gehen hinauf und dann auf ins muntere Sterben. Oh. Genau, ich habe mich vorher auch noch entmüllt, wie ihr seht. Ich hätte den Schraubenschlüssel gar nicht mitnehmen brauchen. Messer hätte ich auch nicht mitnehmen brauchen. Obwohl, dann gucke ich, ob die Schweinchen wieder nachgespawnt sind mittlerweile. Ja, und dann gehen wir in die Hordennacht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, Donner. Donner, Donner, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss jetzt extra hinterlatschen, weil, ne, ich hab hier jetzt nichts dabei. Woll, sind dann auch die Zombies wieder hier? Eigentlich ja, ne? Müssten hier eigentlich auch Schläfer rumhängen. Lü. Schweinchen sind wieder da. Und die Schläfer sind auch da. So, einmal. Zweimal. Okay, wenn schon, dann nutzen wir auch das Messer, wenn wir schon dabei haben. So, Fleisch. Im Prinzip Fleisch vor der Türe. Das ist echt nicht schlecht. Da läuft eine Krankenschwester. Ich glaube nicht, dass es sich heute hier um einen privaten, persönliche Krankenschwester-Job bewerben will oder so. Das wäre ja cool so. Da neben dir. Oh, sehr schön. Neben dir steht einer in der Falle. Und dann teilt dich dann die ganze Zeit. Das wäre cool. Ach ja. Dann gehen wir mal hinter. Wir haben Fleisch. Wir haben. Ach, apropos Huntsman und so könnte ich mal skillen, ne? Habe ich das schon mal geskillt? Oh, ich habe 7 Pünktchen. Okay. Ja, mach keinen Terror da oben. Der Huntsman. Oh doch, ich habe schon. Dann gebe ich dem jetzt auch nochmal ein Pünktchen. Einfach weil ich es kann. Oh, hab ich jetzt auch wirklich alles dabei. Ist an alles gedacht. Ist alles wirklich fertig. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es dann gleich sehen. So, wir müssen einen Weg nach oben basteln. Das wäre hier. Hier. Hüpf. Jetzt machen wir das so schön wie vorher mal. Obwohl, warte. Nicht einkrachen. Dann kann ich hier nämlich ein paar mehr mitnehmen. Kriege ich den auch noch? Nein, okay. Aufstehen. Weg, weg, weg. Jawoll. Ja, da können die nicht hochkrabbeln. Nein, das können die nicht. Also, es sei denn, ich mach hier noch zu. Na komm, sicher, sicher. Das spucken die mir eh gleich wieder weg. So. Die da rein. Oh, Sam, 72 Fleisch. Schön, 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 schön. So, warum sortiere ich das einfach, weil ich Schiss habe? Essen trinken brauche ich nicht. Warum der letzte Punkt Ausdauer nie zählt, kapiere ich nicht. Ich weiß es nicht, warum. So, es ist alles nachgeladen. Es ist alles ready. Genau, alles ready. Achso, da kann man gar nicht zoomen. Das ist nur das Zweierscope. Da kann man nicht mal zoomen, ja doof. Genau, und dann gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich werde dann erst gucken. Und erst wenn ich Holz höre, werde ich hier nach oben gehen und gucken, ob schon welche hier drinnen sind. Genau, dann würde ich aber erstmal sagen, wir warten hier in der Falle und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Gut, dann bis gleich. Ich habe jetzt doch gerade ein bisschen Zeit, ne? Fortitude, was braucht denn das?
4. 4. Ja. Es braucht dann 5. Was ist mit Pain-Toleranz? Kriege ich nicht, weil noch nicht ganz oben. Schade, schade. Schade. Oh, ich hätte einen Dings mitnehmen können. Ah, sag's mir. Healing Faktor kriege ich auch noch nicht. Nein. Oh Mann, da kriegt man so viele Punkte und kann sich dann doch nichts leisten, ne? Da ist, glaube ich, schon alles geskillt, was gut ist. Nee, dann würde ich die jetzt echt tatsächlich sparen, damit wir hier noch fertig kriegen. Na gut. Die letzten 20 Minütchen. Ich könnte aber eigentlich gerade mal vielleicht probieren, ob das überhaupt geht oder ob ich mich damit selbst abfackel. Oh ne, ich glaube das, das funktioniert. Sehr gut. Ja, ich musste das, bevor die ganze Zombie-Horde hier rein möchte. Und testen. Oh Gott. Oh Gott. Werden wir es überleben oder nicht? Das ist hier die Frage. Oh, jetzt habe ich das angedatscht. Entschuldigung. Jetzt habe ich da Schaden drauf gemacht. Egal. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Ah, wenn ich die doofe Magnum in der Hand habe, kann ich das Licht nicht ein- und ausschalten. Na, bei der auch nicht. Ah, ne, ich habe überall Lichter drauf gemacht, weil das mir Schaden gibt. Ne, okay, jetzt da. Gut, 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 gut. Ich bin bereit, ich bin bereit. 9. 8. Oder auch nicht. Das dauert so lang. Schneller, ich will wissen, ob wir überleben. Boah, ich hoffe so, das funktioniert, ne? Ich hoffe so, dass das funktioniert. Ich glaube, die kommen einfach frontal von allen Seiten, wo sie gerade Bock haben, zu uns rein. Und dann werde ich so haben, dass die hier vielleicht so ein bisschen erstmal sofort die Klinge weghauen und dann hier erstmal im Kreis um mich herum rennen und dann irgendwann das Zeug hier durchbrechen und dann sind sie bei mir. Würde ich mal so drauf tippen. Und es geht los! Es geht los! Es geht los! Ich hätte hier Panzerglas reinmachen sollen. Ich sehe ja wieder nichts. Ich mache dauernd blinde Fallen. Das ist doch blöd. Mal gucken, ob die hier... Die Hölle bricht los. Mal gucken, ob sie durch die Kreise zu uns rein können kommen. Ah, die kommen von der Seite, glaube ich. Oder? Ne, die sind überall. Ich glaube, die sind überall. Ah! Da fängt irgendeiner an zum drauf rumhämmern. Ich will Hölzer hören. Na los, kommt. Irgendwie hauen die gar nicht? Irgendwie passiert doch gar nichts. Ich höre doch ab und zu haut einer irgendwo drauf. Na kommt. Aber die kommen auf jeden Fall von der falschen Seite. Die kommen von da. Da ist was gesplittert. Jetzt muss ich doch mal gucken gehen, wenigstens. Ah, die sind mir zu langsam. Ja, hier, 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 kommt hier. Ich glaube, die hängen alle am Stacheldraht. Kann das sein? Oh ne, die sind überall so ein bisschen. Guck mal. Guck mal, hier. Hier ist ganz viel Platz. Hey, du. Nacktfrosch. Hier bin ich. Wo wollt ihr hin? Ich treff nix. Ach, ich habe hier die Heilungsmod nicht drauf, ne? Die heilen sich. Ne, der ist noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Ja, der ist noch nicht tot. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Ich glaube, ohne die heil dich nicht. Ja, der da hat. Ja, du hast es. Ja, du hast die richtige Lücke gefunden. Hau doch weiter da drauf. Jawohl, Mädchen, komm. Oh. Die brauchen mir zu lange. Und die hängen alle im Stacheldraht fest. Deswegen sind die wahnsinnig langsam. Wieso kommen die nicht in die Mitte? Kommt rein. Kommt rein, ihr Haufen.
schaffen. Ich habe euch doch extra eingeladen. Kommt schon. Ja. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Na, kommt schon. Ah, die ist umgefallen, die ist umgefallen. Die ist aber nicht tot. So, ich schieße einfach mal ein paar nicht glühende kaputt. Einfach, weil ich Spaß hab dran. Oh, Nachladen. Ja. Kommt, weiter. Kommt, weiter. Boah, brauchen die lange. Das gibt's ja gar nicht. Da bin ich eingeschlafen, bis die mich fressen. Hallo. Rein da. Kuckuck. Hier rein. Oh. Die brauchen ja zu lang. Die brauchen ja eindeutig viel zu lang. Vielleicht sind sie ja irgendwo auf einer anderen Seite schon durch. Nee, dann würde ich ja Holz hören, ne? Dann würde ich ja Holz hören. Nee, die sind noch nirgendwo durchgebrochen. Echt jetzt? Ach komm. Komm. Wo ist denn das Ding? Hier. Ja, kommt, ihr habt's bald. Oh, ihr seid schon ein bisschen... Oh, die buddeln ja irgendwie. Kann das sein? Ja, komm, hier rein. Eieieiei, da kann ich die echt alle in Ruhe erstmal abschießen. Du läufst jetzt einfach mal im Schrot ein bisschen. Können sie sich nicht heilen? Seid ihr da drüben wo reingebrochen schon? Nenna? Die tanzen viel zu viel außen rum. Ich gehe jetzt wieder in die Mitte. Kommt hierher. Mano, da baut man Fallen und ist einem langweilig. Aber seht ihr das? Es kommt irgendwie nicht sehr hoch. Toll. Ich bin ja erstmal, glaube ich, noch recht sicher. Ups, nicht runterplumpsen. Kommt. Warum dauert das so lange, so einen Klotzen wegzumachen? Ich will Molotovs ausprobieren. So, was ist, wenn ich jetzt... falle ich nur gleich selber runter. Au! Ja, war klar. Ich wollte ihn wegwerfen und dann habe ich ihn irgendwie direkt... Egal. So, Vorsicht, nicht runterfallen vor allen Dingen. Ah, schon wieder ich. Ja, das bringt nichts. Die müssen reinkommen. Ja, sie sind da. Jawohl, komm weiter. Ich mach schon mal... die da an. So. Okay. Mich freut's gerade. Die haben's reingeschafft. Es ist trotzdem noch so ein bisschen... Ja, jetzt. Das da an. So. Ich kann ja gucken gehen. So. Lass mich hoch. So, was sagen sie denn da zu der Falle jetzt? Aha, das sind nämlich die... Warte mal, die müssten doch jetzt auch umfallen eigentlich, oder? Ich sterbe hier schon ein paar vielleicht. Oh, sind da schon die ersten Wächter? Ich hab keine Ahnung. Doch, da liegt schon ein Toter. Ich hab nicht geschossen. Das heißt, die Pfeildinger, die machen die gerade tot. Okay. Wie sieht's aus mit dir? Es ist noch keiner hier durchgebrochen, aber vielleicht gleich. Oh doch! Nee, sah gut nur so aus. Ich glaube, die Dinger sind nicht schlecht. Ich seh nix. Ich hoffe aber, die brechen hier gleich durch. Also, ne? Mein Gott, ey, ich hab nichts zu tun in der Ordennacht hier. Kommt ihr mal hier rüber! Ah, die wollen sich hier oben durchboxen irgendwie. Mal gucken, guck mal! Guck mal, wie viele hier tot liegen! Die Dinger sind gut! Die Dinger sind gut. Seht ihr das? Da liegt schon ein ganzer Haufen Leichen. Jawoll. Ich hab zwar... die kommen langsam hier durch. Okay, also die Dart-Dinger sind nicht schlecht. Oh, ich höre einen Kopf. Den Kopf würde ich tatsächlich aber... Nein. Sorry. Ich wollte nachladen. Wieso schieße ich nicht? Doch, ich schieße. Ich will den Kopf... Ja! Ja! Wow.
Oh Mann, ich seh nix. Ach hier, das sind die Ersten. Der ist schon tot. Die brechen an der Ecke durch und ich seh nix. Ich muss wieder hoch. Oh mein Gott. Ich lad mal nach. Ja. Okay, die Erste ist durch, die Erste ist weg. Die Erste ist weg. Dann probieren wir es mal so. Da raus. Au! Wieso brenne ich jetzt schon wieder? So, so ist besser. Ich brenne immer noch, ich brenne immer noch, ich brenne immer noch. So, ich glaube, der Kopf ist auch schon hier, ne? Jawoll! Und Feuer! Aua! Warum denn? Was ist das? Oh, die brennen, die brennen! Die brennen! Geh weg, geh weg, geh weg! Wieso geht das auf der Seite und nicht auf der? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, es wird langsam gefährlich hier drin. Autsch. Ich fackel mich selber ab. Ich habe keine Ahnung warum. Warte. So. Die Laufbahn war außenrum, wie ich gedacht. So, Pulver, alles rein da. Alles rein, Pulver. Du explodierst nicht, mein Freund. Ja, geht zu den Klingen. So ist brav. Nachladen. Die gehen ja mich erst einmal komplett aus dem Kopf. Die Affen, ne? So, was ist, wenn ich so mache? Aua. Schon wieder. Ich lasse es lieber. Trink doch, Mädchen. Trink doch. Ich bring mich selber um. Ich bring mich einfach nur selber um. So. Der ist Matsch. Am Sterben müssen die da draußen. Alter, die gehen auf die Ecke. Das ist nicht so toll. Jetzt so ist sie wieder an einem Platz. Komm. Ich sag ja, die rennen außen rum. Schade, dass die Blade-Cuts so schnell kaputt waren. Aber ich dachte es mir fast. Ich dachte es mir fast. Level up, jawoll. Schön da rein. Ja, so ist brav. Das ist so hell. Du bleibst draußen, Freundchen. Ihr bleibt alle da draußen. Nachladen. Bleib draußen, Lady. Wie die hier im Kreis rennt, ist so cool. Bleib draußen, mein Freund. Ja, du rutschst dich hier rein. So. Lauf, rennt hier, Zombies. Hat ja echt Probleme, ne? Aber alles Stahl ist hier. Rennt hier irgendwie. Nur im Kreis um mich herum. Das ist faszinierend. Geier. Der muss weg. So. Zack. Nimm. Ach so. Ich wollte Verband nehmen, eigentlich. Nimm doch den Verband. So. Nachladen. Ah, macht ihr jetzt die letzte Blätter noch kaputt, ja? Kein Problem, wird hier. Jawoll. So, nachladen. Nächste. Der Soldat muss noch sterben. Warte mal, waren das jetzt alle? Warte mal, ich glaube, die da können wir erstmal ausschalten, ne? Ich bin ein Zombie. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin im Kreis. Komm, sterb, damit ich wieder schießen kann. Der ist Matsch. War's das schon? Wir haben noch gar nicht so viel verballert, ne? Oh, die können nicht mehr. Warte mal, ich nehme die da, weil die hat diese Anti-Heilungs-Dings-Mob drinnen. Komm, schieß drauf. Beziehungsweise, wartet mal. Es kommt auch nichts mehr, oder? Ist jetzt vorbei mit Ansturm? Ist der Ansturm vorbei? Ich riskiere es jetzt einfach. So, hopf. Jetzt kommt nochmal alles angerannt. Da. Die hat sich da drin verbackt.
Lisa, die könnte ich auch hier. Nein, das war Erde, das war Erde. Ach ja, ich hab ja unter den Mauern habe ich ja die Erde gelassen, genau. So, um 1 Uhr ist alles fertig gleich, warte. Komm, hau ihn weg, Mädchen, du kannst das. Wir haben Durst, wir haben doch die ganze Zeit getrunken, weil ich mich selbst abgefackelt habe. Weißt du was, Freundchen? So. Das heißt, die sind alle matsch. Die sind hier erstmal schön im Kreis gerannt. So ein bisschen. Dann sind sie hierher gekommen. Wie viel haben die noch? Oh, noch einiges. Die sind auch noch alle intakt. Guck mal. Ah, nee, die doch. Nee, doch, doch. Da war ja keine drin. Ah, ich hab gut... Ah, guck mal, die ist noch komplett intakt, dieser Ring hier. Und hier ist halt... da ist Loot. Ich krieg sogar Loot. Und hier ist... Oh, noch ein Loot. Gut. Die Blade Traps habe ich mir gedacht, weil die keinen Platz gelassen haben. Oh, noch mehr Loot. Dass die dann bald schrotzen, habe ich mir schon fast gedacht. Oh, noch mehr Loot. Aber die da kann man reparieren, ja. Und seht ihr? Mein Darm ist ein bisschen an der Ecke geknabbert. Aber sonst würde ich sagen, die Falle hat funktioniert. Ich würde sagen, hat funktioniert. Und selbst hier, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich hier, also ich schätze auch, dass ich da oben stand. Ich meine, hier haben sie überall ein bisschen angeknabbert. Ne, guck mal, hier ist sogar doch ein bisschen Stacheldraht ist weg. Aber hier haben sie nicht versucht, wirklich durchzukommen. Seht ihr das? Also vielleicht hilft es tatsächlich, wenn man so eine kleine Schwachstelle mit einbaut. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich stand ja dann auch hier oben. Aber hier war dann auf jeden Fall die nächste... Ah, nee, guck hier. Ah, gut, da haben sie sich dann einfach geradewegs. Sehr gut. Dann lag das wahrscheinlich daran, dass ich da drauf stand. Ah, wie cool. Wir leben. Wir haben es überlebt. Und, guckt mal kurz, also die Munition war ja sowieso zum Verballern gedacht. Und die Molotow-Cocktails, das hat so schön funktioniert, wo ich es ausprobiert habe. Warum habe ich mich danach dann immer selbst abgefackelt? Ich verstehe es nicht. Aber egal. So, Magnum, da hatten wir 500 Schuss, da ist auch noch voll. Und hier haben wir vielleicht auch 20 Schuss nicht mal verbraucht. Und da haben wir auch nichts verbraucht. Also ich habe definitiv Munition gespart. Und die sind auf jeden Fall tot, ne? 3 Punkte, das heißt, ich habe ein Level nur gemacht. Weil die Fallen wahrscheinlich alles getötet haben. Weil dadurch, dass ich... Was? Was ist das jetzt schon wieder? Hallo? Okay. Ja, dadurch, dass die Fallen so viel getötet haben, ich glaube tatsächlich, die Dart Traps haben so die meisten. Was ist denn jetzt hier? Hallo? Jetzt da. Ja, ich glaube, die Dart Traps haben die meisten Zombies erledigt. Und das weh. Und halt die Blade Traps natürlich auch noch einen ganzen Schwung. Und ja, was wollte ich sagen? Dadurch habe ich halt kaum EP bekommen. Ist aber jetzt eigentlich nicht so schlimm. Wir haben Munition gespart ohne Ende. Mit der da habe ich jetzt zwar einiges verballert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hatten wir. Vielleicht 500 Schuss? Haben wir jetzt mit der 500 Schuss vielleicht verballert? Möglich, möglich. Genau, cool. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Aber ich glaube, die Falle mit meiner ganzen Munition, ich hätte noch ein bisschen ausgehalten hier drin. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier mehr Schaden gekommen wäre... Hätte ich natürlich einfach so gemacht und ein bisschen repariert. Ja, wenn die dann hier durch die Ecke hätten brechen wollen, dann hätte ich nämlich auch hier einfach reparieren können. Also, ich wäre nicht sofort Fischfutter gewesen oder Zombiefutter. Und es war jetzt auch nur dieser eine Geier und den haben wir ja jetzt auch gut wegbekommen. Also hätte ich da jetzt noch einen kompletten Käfig drum gebaut, wäre eigentlich fast ein bisschen Verschwendung gewesen. Genau. Cool. Naja, schön.
Dann da muss ich mir doch überlegen, wie man die besser bauen kann, damit man sie auch reparieren kann. Aber wie gesagt, ich habe ja noch zwei andere Fallendesigns im Kopf. Die würde ich dann als erstes probieren. Genau. Ich würde sagen, wir können den schon mal ausschalten. Den Motornehmer mit. Ausschalten. Den Motornehmer auch mit. Und ich werde von den Darttraps die Munition einsammeln. Genau. Dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.